Oh Schreck, die Butter ist alle, keine Margarine im Haus, kein Laden in der Nähe und mit dem Nachbarn klappt es auch nicht. Was nun, was tun? Hier kommt die Rettung. Ein Paket Schlagsahne mit mindestens 30% Fettgehalt, ein leeres, sauberes Glas mit Schraubverschluss. Die gekühlte Sahne in das Glas geben, zuschrauben und jetzt schütteln, schütteln, schütteln. Nach ca. 8 Minuten das Ergebnis: Butter und Buttermilch. Das Ganze einfach durch einen Haarsieb abtropfen lassen und guten Appetit. Und jetzt die Aktion. Aus der Not eine Tugend machen. Da ist sie, die selbstgemachte Butter und noch Buttermilch. Und das aus einem Päckchen Sahne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr Informationen zu diesem Video und zu dem Thema findest du auf flotte-schnitte.de. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach meinen Kanal und schon verpasst du kein Video mehr. So viel für jetzt und Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.